Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moreton Manor Stories Nordic Whispers. Das Spiel zur Moreton Manor Universum. Wir spielen am Freitag und am Samstag, den 30. und 31.08.2024, weiter in Moreton Manor mit einem neuen Abenteuer. Und je nachdem, ob ihr das vorher oder nachher hier seht, könnt ihr euch das natürlich auf YouTube anschauen. Und dieses Spiel ist ein Indie-Spiel. Hauke hat dran mitgearbeitet als Autor und das Ganze konnte man auch auf der Gamescom spielen im Indie Arena Booth, so als Demo. Und ich habe die Version, die auf der Gamescom spielbar war, mitgebracht und die gucken wir uns gemeinsam an. Ich habe noch nicht reingeschaut. Wir haben einige Teile vertont, also Buddy, Simon, Eddie und ich haben unsere eigenen Charaktere etwas vertont. Die sieht man hier auch links. Der Reihe nach wird es quasi die Protagonistin sein, ganz links mit diesem Dutt. Dann da müsste Buddy sein, der etwas korpulentere, kleine Typ. Dann kommt Graf Mon, dann müsste ich kommen, Lord Henry. Und danach kommt François Tesserac. Nee, heißt der François? Tesserac. Und wenn ihr Lust habt auf dieses Spiel, könnt ihr das, sehr guter Hinweis von Titi, gerne wishlisten. Denn das hilft in jedem Fall. Ihr wisst, wishlisten kostet euch keinen Cent. Aber wenn ihr es auf Steam macht, dann hilft es den Entwicklern. So, wir starten einfach rein. Glessner, Lia Glessner, Ermittlerin des Übernatürlichen. Ich wurde auf die Insel geschickt, um die Moreton-Ermittler zu finden. Noch eine Ermittlerin? Ach du meine Güte, bald haben wir mehr Ermittler als Einwohner hier auf der Insel. Die Moreton-Ermittler werden seit 3 Monaten vermisst. Aber die Herren Gentlemen sind gestern erst eingetroffen. So. Jetzt gucken wir uns einmal ganz kurz an, ob ich hier nochmal hochgehen kann. Ne, ich hoffe, ihr habt alles mitbekommen. So, jetzt können wir antworten. Wir stecken in einer Zeitschleife, es gab einen Sturm. Ja, wir stecken auch in einer Zeitschleife. Das wissen wir. Aber die Frage ist, ob die Frau uns das glaubt. Wir sagen erstmal, es gab einen Sturm. Ich verstehe so langsam, was hier passiert. Das ist alles schon mal passiert. Der Sturm, der Unfall mit dem Fährmann. Ich sitze hier nicht das erste Mal. Sturm? Aber wovon reden Sie denn, gute Frau? Ich kam mit dem Fährmann hier auf die Insel. Plötzlich zog dieser furchtbare Sturm auf. Das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, wie ich am Strand aufgewacht bin. Völlig durchnässt. Ich hoffe, dem Fährmann geht es gut. Aber es war eine vollkommen ruhige Nacht. Kein Unwetter. Ach, ich schlage vor, Sie beruhigen sich erstmal. Nicht, dass Sie sich verletzt haben. Vielleicht sollte der Doktor mal einen Blick auf sie werfen. Danke, Melve. Ich komme schon zurecht. Ja, dann müssen wir aber das mit der Zeitschleife wohl jetzt nochmal. Melve, bitte. Sie müssen mir glauben. Das ist alles schon mal passiert. Die Insel muss irgendwie verflucht sein. Aber, Miss Glessner, ich schwöre, ich sehe sie zum ersten Mal. Das muss der Fluch sein. Sie merken es nicht. Wovon reden Sie da? Oh, genau. Jetzt können wir würfeln. Also ganz kurz zum Spiel selber. Wir werden jetzt mitten reingeworfen. Ich glaube, dass es aber der reguläre Auftakt ist. Vermutlich, weil wir in einer Zeitschleife sind, ist es ja auch egal, wann wir starten. Weil wir irgendwann ja wieder zu Beginn der Zeitschleife einsteigen werden. Ich nehme mal an, das ist so gewollt. Und im Hintergrund läuft ein Würfelsystem wie bei Pen & Paper auch. Wir versuchen sie jetzt zu überzeugen. Was müssen wir da werfen? 40... Ich check's nicht ganz. 40 wissen wir mit 2 Würfel, whatever. Irgendwas müssen wir würfeln und machen es einfach mal. Ich will Sie wirklich nicht beunruhigen. Aber wenn meine Annahmen stimmen, dann müssen Sie auf sich Acht geben. Sie sind in Gefahr. Was? Wie? Wovon reden Sie? Da steht's nochmal. Soziale Interaktion 40. Also Würfel 40 oder weniger, um Melv zu überzeugen. Wir haben fotografisches Gedächtnis. Oh Mist, mein Pad funktioniert nicht. Schade. Genau, und passende Erinnerungskarten vereinfachen den Wurf um je 20 Punkte. Okay, warte. Haben wir... Nein. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie ich auf das fotografische Gedächtnis zugreifen kann. Müssen wir gleich nochmal gucken. Aber wir haben leider keine... Wir haben gar keine Karte. Also müssen wir einfach würfeln. Der Tag, alles 59. Wieder und wieder. Glauben Sie mir doch. Ach,
gute Frau. Sie sind noch ganz durch den Wind von ihrem Unfall. Also ich hätte es ja auch nicht geglaubt, ne? Mit dem Doktor sprechen. Vielleicht kann er Ihnen etwas zur Beruhigung geben. Ich muss mich nun weiter um das Haus kümmern. Es gibt so viel zu tun. Ruhen Sie sich aus. Wenn ich Ihnen noch irgendwie helfen kann, lassen Sie es mich wissen. Ist gut, Melve. Danke sehr. Melve. So. Okay. Mal gucken, können wir uns hier die... Also wir laufen durch die Gegend. Das ist wie gesagt auf Controller eigentlich ausgelegt. Es ist eine ganz, ganz frühe Version, ne? Wäre natürlich super, wenn ich die Tasten kennen würde. Ich mag den Grafikstil sehr. Es ist sehr schön vertont. Wir haben gerade eine Freundin, der... Ah, Tischtennis. Wie nett. Synchronsprecherin anwesend im Chat. Liebe Grüße gehen raus. Ich finde, sie hat das sehr schön gemacht. Bücher. Bevor ich Privatermittlerin des Übernatürlichen wurde, hatte ich andere Träume. Schriftstellerin des Übernatürlichen. So. Und zur Geschichte. Es ist so, dass wir jetzt die vier fantastischen Charaktere Lord Henry, Tesseract, Graf Mon und Wilson finden müssen. Oder Winston? Wilson, ne? Denn die sind verschwunden. Das ist unser Ziel hier. Ich mag das, diesen Garten, der ist fantastisch. Hallo, Miss Glessner. Geht es Ihnen besser? Ja. Können Sie mir mehr über die Familie Fortville erzählen? Winston! Oh, ja. Sie sind im Anwesen der Fortvilles. Die Familie besitzt diese Insel seit Jahrhunderten. All das hier gehört heute Erika Fortville. Erika. Leider ist sie krank. Erika will fort. Fortville will bald. Ah, guck mal, Erika Fortville will fort. So, jetzt können wir nochmal würfeln. Jetzt müssen wir wieder unter 40 würfeln. Was fehlt der alten? Ach, wir sind ja die Schlechtesten. Miss Glessner, also bitte. Etwas Respekt wäre angebracht. Mrs. Fortville ist schwer krank. Kommen Sie wieder, wenn Sie etwas mehr Feingefühl entwickelt haben. Da stapft sie davon. Ja, aber das sieht schön aus, das mag ich. Jetzt funkeln hier noch. Da ist die Tür. Oh, inzwischen irgendwo tief unten. Ah, das sind wir! Im Sinn, fünf nach links, einen nach rechts. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie wissen, was Sie da tun? Mein lieber Winston, haben Sie etwas Vertrauen? Mein Genie hat uns so weit gebracht. Es wird uns auch weiterhin den Weg ebnen. Graf Mon, mit Verlaub, sind wir nicht aus reinem Zufall in diesen Gemäuern? Winston, wollen Sie meinen Spürsinn und meine Nase für das Obskure in Frage stellen? Haben Sie etwa mein Buch nicht gelesen? Wie ich, Thaddeus Montgomery Krupp von Bohlen und Halbach zu Falkenberg, den Moriton Manor verlöste. Ganz alleine. Sie sind von einem Rascheln in den Büschen davongelaufen und wie ein Wahnsinniger hier in dieses Höhlenloch gekrochen. Wahrscheinlich war es ein Fuchs. Da sieht man mal wieder, wie sehr Sie mich brauchen. Ihnen fehlt einfach jegliches ermittlerisches Gespür. Schauen Sie, wo wir sind. Mystische, antike Katakomben, rätselhafte, magische Portale. Und ganz sicher auch der ein oder andere Schatz. Winston, machen Sie schon mal die Taschen leer. Wir werden den Platz brauchen. Und wie wollen Sie es öffnen, dieses magische Portal? Lassen Sie mich nur, Winston. Lassen Sie mich. Wie damals beim großen Spürnasenwettbewerb 1702. Oder war es 1692? Winston, wann war das noch gleich? Oh, sehr, sehr, sehr geil. Ah, oh, allein dafür hat sich das gelohnt. So, das haben wir schon gesehen. Ah, oh, ich komme direkt in Stimmung für Freitag. Ich hab direkt Lust wieder. Mir gefällt die Grafik, mir gefällt das Haus. Das sieht gut aus. Stapf, stapf, stapf. Haben wir hier. Dieses Geräusch kommt von hier, aber was ist es? Oh, da haben wir eine Karte. Klang, klang, klang. Alles klar. Hier ist dieses seltsame Geräusch kommt von hier irgendwo. Ich sollte mit Dr. Tesseract sprechen. Okay, wo ist Dr. Tesseract? Boah, hört ihr das? Das dumpfe Grummeln?
für ein großartiger Arbeitsplatz. Ich wünschte, ich hätte so ein Zuhause in der Detektei. Das Übernatürlichen. Ja, das ist in der Tat ein geiler. Ich würde also sowas gerne als Streamingplatz haben. Stell ich mir vor, das wäre mein Streamingzimmer. Boah. Dieses seltsame Geräusch. Schon. Okay, das sieht aber nice aus. So, weiter. Hier, guck mal hier. Hier, was ist das für ein Bild? Conan der Barbar. Einmal alles, die ganze Wand abschreiten. Hier müssen gleich irgendwann die Armen kommen, hier. An irgendeinem Fenster müssen die Armen kommen. So, hatte ich alles abgeschritten, oder? Da, Mirror. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die beste Privatermittlerin des Übernatürlichen im ganzen Land? Lia Glessner. Oh, danke. Ich find's auch lustig geschrieben, tatsächlich. Das war ja bei Hauke jetzt auch nicht so klar. Warte, da stand doch gerade Gemälde. Da. Wo warst du? Schau dir all diese hübschen Gemälde an. Hey, es sieht so aus, als ob ein paar Bilder fehlen. Aha, Hinweis. Sieht man ja an der Wand auch, ne? Da hat jemand die einfach abgenommen. Warum wohl? Wer seid ihr denn? Ist das Tesseract? Nein. Monsieur Tesseract, mein Name ist Lia Glessner. Ich bin hier, um Sie und Ihre Kollegen von der Insel zu retten. Retten? Mon Dieu, wer hat Ihnen diesen Floh ins Ohr gesetzt? Wir benötigen doch keine Rettung. Vertrauen Sie uns. Wir haben hier alles im Griff. Oh, geil. Ich kann es mir direkt vorstellen. Was machen Sie da? Von vorstellen. Fangen wir mal vorne an. Dr. Tesseract, ich bin selber eine Ermittlerin des Übernatürlichen. Oh, eine, wie sagt man, eine Fan? Sind Sie meinetwegen Ihrem Anwesen? Es ist mir eine Ehre, Sie zu sehen. Es ist schon eine große Ehre, Sie zu sehen, Doktor. Oui, ich wusste es doch gleich. Nur sehen Sie, mein Kollege und ich, wir haben gerade ein bisschen zu tun. Vielleicht richten wir später eine kleine Autogrammstunde ein. Was machen Sie da? Wir gehen einer Spur nach. Detektivarbeit. Der Spür. Hören Sie dieses Geräusch? Es kommt hier irgendwo aus den Wänden. Es ist so ein dumpfes Pochen. Aber werter Kollege, ich muss doch bitten, ist es nicht vielmehr eine Art schnarrendes Klopfen? Lassen Sie mich gleich nochmal hören, geschätzter Freund. Freund. Es klingt fast wie ein schallendes Rumpeln. Ja, es ist so ein rasselndes Poltern. Ein polterndes Rasseln? Fast wie ein kratzendes Scheuern. So ein flatterndes Klatschen. Ein sirrendes Klappern. Ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Das gefällt mir gut. Wir machen einfach alle Optionen mal Meine durch. Herren, Sie müssen verstehen, es gibt ein Problem auf der Insel. Wir befinden uns in einer Zeitschleife. Der Tag wiederholt sich wieder und wieder. Aber Mademoiselle, denken Sie nicht, dass wenn wir in einer Zeitschleife säßen, dies nicht bemerkt hätten? Dr. Van de Beek, haben Sie das gehört? Die junge Frau ist in einer Zeitschleife gefangen. Köstlich, alter Freund, köstlich. Säße die Insel in einer Zeitschleife, würden wir es bemerken. Diese jungen Dinger, immer etwas parat. So wird das nichts. Kann man nicht einfach sagen, hey, Herr Tesseract, erzählen Sie mir irgendwas, was nur Sie wissen, und dann in der nächsten Zeitschleife konfrontiert man ihn damit. Oder verlieren wir auch, nee, wir verlieren unser Gedächtnis nicht, wir wissen das ja. Naja, wir können ihn erstmal überzeugen. Bitte lass es diesmal klappen. Come on. So, habe ich jetzt hier eine Karte? Oh, okay. 10 oder weniger. Ich habe aber noch keine Karten gesammelt. Also, ich kann sie nicht nutzen. Dann let's go. Ich Alter Schwede. Sehen, wie sie hier untätig an der Wand stehen. Wir sind hier kurz vor dem Durchbruch. Genie will Weile haben. Ich bin der schlechteste Würfler der Welt. Under Construction. Ja, ist das wegen der Demo oder ist das tatsächlich so? Alter. Okay, das sieht ja nice aus. Jemand ist gut vorbereitet angereist. Ist das ein Taucheranzug?
Grafmon. Selbst wenn sie es hingegen allen Wahrscheinlichkeiten dieser Welt schaffen, diese Pforte zu öffnen, wir wissen nicht mal, was hinter ihr liegt. Abenteuer, Winston. Abenteuer. Möglichkeiten. Womöglich Reichtümer. Hinter dieser Tür könnte sich meine finanzielle Freiheit befinden. Ich hasse mein Leben. Sehr, sehr geil. Ey, Markus, was geht ab? Markus ist da, der Entwickler dieses fantastischen Spiels. Ich bin angetan, Markus. Ich bin angetan. Wow, das sind Bilder von Graf Mon. Was macht er denn hier? Er hat die gesamte Dekoration des Zimmers durch Porträts von sich selbst ersetzt. Das ist so Meta. Ihr wisst nicht, wie Meta das ist. Habt ihr mal Simons Streaming-Setup gesehen? Das ist exakt so. Sehr gut. So. Okay, aber hier können wir noch nicht durch. Ey, Markus, ne? Ist das hier wegen der Demo? Oder gibt es diesen Bereich? Ist das im Vollspiel genauso hier under construction? Den haben wir schon gesprochen. Hier ist auch under construction. Das ist der DLC-Raum. Natürlich hier erstmal schön alles ablaufen. Oh, da sehe ich doch ein Tagebuch auf dem Bett. Hey, was ist das? Dr. Benning hat mir dieses Tagebuch gegeben und gesagt, ich soll darin schreiben, um meinen inneren Dämonen zu bekämpfen. Naja, wenn sie es ruhig stellt, sie meint, ich soll jeden Tag alle meine Gefühle und Gedanken loswerden. Das sollte für heute reichen. 18. Mai. Ein weiterer Tag, ein weiterer zahlungssäumiger Mieter, aber den einarmigen Lenny mit dem bissigen Hund geschickt. Mieter einzutreiben ist wie ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel, nur dass ich die Katze bin und die Mäuse tief in den Schulden stecken. Die Freuden eines wohlwollenden Vermieters. 5. Juni. Dieser tatterige alte Greis Mon kam heute vorbeigeschlurft mit gesenktem Kopf, bat er mich um ein weiteres Darlehen. Ich sollte Eintritt für diese Auftritte verlangen. Da ich so eine großzügige Seele bin, habe ich ihm seinen Wunsch erfüllt mit Zinssätzen so steil, dass sie Mount Everest wie eine Bodenschwelle aussehen lassen. Großzügigkeit tut gut, besonders wenn sie jährlich verzinst wird. 19. Juni, Dr. Benning sagt, ich soll mich mit meinen Liebsten umgeben, wenn die stressigen Gedanken zurückkommen. Ich habe mir das zu Herzen genommen und ein Bad in meinem Geld genommen. Sie hatte recht, ich fühle mich jetzt besser. Heute kam ein Brief, eine Einladung auf eine Insel irgendwo im hohen Norden, wo die Hilfe der Morton-Männer-Ermittler erbeten wird. Ich bin mir nicht sicher, ob... Sag mal, ist das das Tagebuch von... Ist das das Tagebuch von Lord Henry? Ich glaube, das ist das Tagebuch von Lord Henry, oder? Dann muss ich das ja ganz anders lesen. 19. Juni. Dr. Benning sagt, ich soll mich mit meinem Liebsten umgeben, wenn die stressigen Gedanken zurückkommen. Ich habe mir das zu Herzen genommen und ein Bad in meinem Geld genommen. Sie hatte recht. Ich fühle mich jetzt besser. 15. Juli. Heute kam ein Brief. Eine Einladung auf eine Insel irgendwo im hohen Norden, wo die Hilfe der Morton-Männer-Ermittler erbeten wird. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Reise antreten sollte. Der Ball der Gesellschaft der Hyperreichen findet nächstes Wochenende in London statt. Sollte ich mich nicht lieber mit meinesgleichen umgeben, statt mit diesen abenteuerlustigen Wirrköpfen? 18. Juli. Es geht das Gerücht um, dass der alte Lord Figgleton zum Vorsitzenden der GAR gekrönt wurde. Figgleton ist reicher als ich. Er widert mich an. Ich habe beschlossen, nicht zum Ball zu gehen und stattdessen meine alten Kameraden auf ein weiteres gewagtes Abenteuer zu begleiten. Auf zu einem Fall mit meinem guten und treuen Freunden von der Morton-Männer-Ermittlung. Wer braucht Champagner, wenn man Abenteuer haben kann? Ich weiß nicht, wie lange das so geht. 20. Juli. Warum habe ich diesem Wahnsinn nur wieder zugestimmt, mit dem alten Mon, seinem rückgratlosen Lakai und Doktor Möchtegern zu reisen, ist wie Katzen durch einen Tornado zu treiben? Wir sind auf dem Weg in den eisigen Norden, um eine geheime Mission zu erfüllen. Große Freude. Wenigstens werden wir genug Zeit haben, Anekdoten über unsere vergangenen Abenteuer auszutauschen. Wie ein dysfunktionaler Familienausflug, nur mit mehr Mordfällen. 22. Juli. Auf der Insel angekommen und sofort ein ungutes Gefühl bekommen. Irgendwas stimmt hier nicht.
Wir haben Mrs. Fortwill doch nicht getroffen und es gibt nicht viel Einblick in die Familiengeschichte. Mir ist aufgefallen, dass viele Porträts im Erdgeschoss von den Wänden entfernt wurden. So etwas Suspektes habe ich selten gesehen. Und ich kenne Mons Buchhaltung. Ich habe diesen Gauneranwalt Campbell im Auge. Die Familienchroniken in der Bibliothek sind aufschlussreich. Dieser schmierige Anwalt Campbell führt etwas im Schilde. Vielleicht ist das der Grund, warum wir hier sind. Ah, okay. Wie komme ich hier raus? Verzeihung. Hilfe, Hilfe. Markus! Wie komme ich denn raus? B-D-A. Dieser Campbell führt doch was im Schilde. Danke, das hätte ich nie. Ich hätte es einfach wirklich nicht gefunden. Ja, ich habe ein Pad hier, aber das funktioniert leider gerade nicht. Ich habe es tatsächlich extra angeschlossen, aber das wird wahrscheinlich einfach noch nicht unterstützt werden. Ich weiß es nicht. Okay, das ist der Raum von Lord Henry. Das ist mein Raum. Ein Traum, dieser Raum. Aber der Läufer ist hier geknickt, gewellt. Das ist doch Quatsch. Schöner dicker Kamin, das ist doch nice. Natürlich muss man direkt gucken, wer das größte Zimmer bekommen hat, ne? Schon wichtig. Ich glaube, hier ist weiter nichts in dem Raum. Klonk. Dann gehen wir hier weiter. Sackgasse? Was ist das? Eine Sackgasse. Under Construction. Und hier rechts hatten wir auch schon alles abgelaufen. Dann können wir wieder runtergehen und nochmal mit der Frau reden. Hier waren wir auch schon, ne? Genau, hier ist nämlich das Zimmer von Graf Mon. So, dann gehen wir runter. Ich rede doch einmal mit ihm. Hallo. Ah, die junge Nachwuchsermittlerin braucht Hilfe. Wie kann ich Sie mit meinem umfangreichen Wissen unterstützen, Mademoiselle? Probier's einfach nochmal. Ich kann nicht länger zusehen, wie Sie hier untätig an der Wand stehen. Wir sind hier kurz vor dem Durchbruch. Genie, das haben wir schon gehört. Haben. Ah, schade. Oh, fast, ne? Wobei bei so digitalen Würfen eine 12 genauso weit weg ist wie... Oh. Weißt du, was bist? Hahaha. Das ist ja nice. Das ist ja nice. Da bekommst du die Hinweise, die du beim Würfeln brauchst. Ach was. Aber wie kann ich jetzt... Ah, haha! Ja. Klang, klang, klonk. Okay. Klang, klang, klonk. Ja, ist hier vielleicht noch was? Aha! Haha! Guck mal hier. Arrow, alles klar. Die muss ich mir noch holen. Das machen wir jetzt. So, hier hatten wir doch... Warte mal. Nee. So, hier ist nichts, aber auf der... Hier, da gehen wir jetzt rein. Warte mal. Da ist ein Pfeil. Da. Komm ich da hin? Da. Aber... Warte. So, ja, gucken, wie das geht. Arrow. I took an arrow to the knee. Aber, okay. Ich weiß nicht genau, wie ich die jetzt hier... aktiviere.
So kannst du nichts machen, außer schauen, welche Hints du schon gefunden hast. Ah, okay. Ist der Schaf fest oder kann man sich den am Anfang aussuchen? Ne, der ist fest. Aber man wird ihn skillen können im vollen Spiel. Okay, warte mal hier, Melf. Hallo, Miss Glessner. Geht es Ihnen besser? Ja. Erzählen Sie mir mehr von der Insel. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Außer Fortville Manor gibt es nicht viel auf der Insel. Sie ist dicht bewachsen, ein uralter Wald. Die meiste Zeit im Jahr ist es sehr dunkel hier und kalt. So ist es hier im Norden. Haben Sie je etwas gehört von einer Kreatur auf der Insel? Eine Kreatur? Miss Glessner, Sie... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Irgendetwas ist da draußen, Melve. Ich habe es gestern, also heute... Ich weiß das doch auch alles nicht. Ich habe sie gehört. Sie haben etwas gehört? Haben Sie auch etwas gesehen? Nein, aber mir wurde von ihr erzählt. Hier geht irgendetwas Sonderbares vor. Nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mach dann mal weiter. Okay. Gut, Melf. Melf der Elf. Also, dann gehen wir wieder rein. Jetzt haben wir, glaube ich, fast alle. Ist natürlich auch wirklich eine sehr frühe Version. Ich weiß gar nicht, wie lange das hier geht. Das haben wir auch schon gemacht. Aha, ich liebe Tennis. Ja, sehr lustig. Aber wir haben fast alle Hindernisse gesehen. Was können wir da noch machen? Lass mich mal jetzt überlegen. Jetzt fängt es nämlich schon an, dass ich jetzt auf einmal nachdenken muss. So. Aber das ist wahrscheinlich dann jetzt hier Tesseracts Zimmer, oder wie ist das? Dieses seltsame Geräusch kommt von hier. Ja, das hatten wir schon. Das hatten wir gesehen, ansonsten. Das ist das Geräusch, das haben wir schon gefunden. Das ist diese Karte. Eventuell können wir jetzt auch schon was verwenden noch in dem Gespräch mit Tesseract. Weiß ich nicht, ob wir jetzt zwockel, zwockel runter. Das haben wir auch schon benutzt. Gehen wir nochmal wieder hoch. Reden nochmal, wobei ich, ja. Das haben wir auch schon gesehen, die Gemälde. Die Jungen, wie kann ich sie mit... Also, warte mal jetzt. Wieso kann ich jetzt keine der... Markus, Markus, ich hab doch jetzt... Hab ich nicht jetzt hier passende Karten? Markus, würden die jetzt hier auftauchen? So funktioniert das. Okay, geil. So, also wir haben... Warte mal, da haben wir welche. Arrow, Melf, Window. Ja, ich weiß nicht, welche können wir denn nutzen? Ey, warte. Ich weiß nicht, kann ich die alle nutzen oder ist das der falsche Raum? Hier haben wir keine. Hier haben wir auch keine. Da, das haben wir, das Klonken. Können wir das nutzen? Klonki Klonk, okay. Dann upstairs. Soll ich mal gucken, wo wir jetzt. Ich weiß nicht, ob wir diese Error-Karten, ob die was bringen oder ob alle Karten was bringen. Das werden wir mal ausprobieren. So, hier ist das Tagebuch. Klingt sinnvoll, finde ich. Lord Henrys Tagebuch. Und das Gemälde. Machen wir mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die Kombination ist, die uns weiterbringt, aber probieren wir es mal. Steht da jetzt schon, was die bringen? Passende Erinnerungskarten erleichtern den Wurf um je 30 Punkte. Sehe ich denn jetzt schon, ob die mir was bringen oder ob die drei jetzt gerade völlig sinnlos sind? Dr. Tesseract, hören Sie mir bitte zu. Ey, das...
Nein, 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 das ist nicht möglich. Ich habe bisher jeden Wurf verkackt. Der Büchalter? Ja, er führt etwas im Schilde. Was denn? Ich weiß es nicht. Aber dieses Geräusch, es kommt aus dem Arbeitszimmer. Ich bin sicher, Campbell hat etwas damit zu tun. Junge Frau, ich bringe Ihnen nun etwas über die Künste des Ermittelns bei. Was Sie haben, sind Vermutungen. Ja, ich habe gesehen, dass zwei richtig waren, ja. Was wir brauchen, sind Beweise. Argel, kann ich das direkt nochmal probieren? Hallo? Ah, die junge Nachwuchsermittlerin. Wie kann ich sie... Also ich probiere das nochmal. So, ich nehme mal an, dass das Tagebuch... Nehmen wir mal mit rein und das Tagebuch und dann hatten wir noch das Klopfen, das war unten, oder? Ja, warte mal, war das unten? Ja, hier. Und so, welche ist jetzt noch interessant? Wir haben diese Tutorial-Sachen. Die habe ich gar nicht benutzt, weil ich das nicht gecheckt habe. Damit könnte ich Melf wahrscheinlich auch nochmal überzeugen. Also es geht jetzt ja eigentlich eher um die Zeitschleife. Ist die Frage, ob die hier überhaupt in irgendeiner Form relevant sind. Vielleicht ist sogar Melf einfach relevant. Ich probiere mal aus. Dr. Tesserak, hören Sie mir bitte zu. Nein, nee, jetzt bin ich raus. Markus, ja, jetzt bin ich raus. Informationen gefunden. Everett Campbell spielt mit falschen Karten. Ich habe jeden Wurf bislang verkackt. Was denn? Ich weiß es nicht. Aber dieses Geräusch, es kommt aus dem Arbeitszimmer. Ich bin sicher, Campbell hat etwas damit zu tun. Junge Frau, ich springe Ihnen nun. Was Sie haben, sind was wir. Hallo. Wie kann ich... Ich mach das jetzt einfach. Das ist die größtmögliche Frechheit. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Ich nehme jetzt mal das Klopfen mit rein. Und das Tagebuch. Und dann schauen wir mal, ob es jetzt wieder bei 60 ist. Vielleicht kann man auch nicht mehr Karten haben. Dr. Tesserak, hören Sie mir bitte zu. Alter. Ich habe Informationen gefunden. Everett Campbell spielt mit falschen Karten. Der Büchalter? Ja, er führt etwas im Schilde. Was denn? Ich weiß es nicht. Aber dieses Geräusch, es kommt aus dem Arbeitszimmer. Ich bin sicher, Campbell hat etwas damit zu tun. Junge Frau, ich bringe Ihnen nun etwas über die Künste des Ermittelns bei. Was Sie haben, sind, was wir brauchen. Ey, da stand jetzt... Ey, war das jetzt... Es war doch aber erfolgreich gerade, oder? Hallo. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil... Das war erfolgreich, oder war das nicht erfolgreich? Weil der Dialog war ja dann der gleiche. Das war schon geschafft, ne? Der stand geschafft, habe ich auch gesehen. Aber da war jetzt keine neue Dialogoption. Wir gehen gleich nochmal runter und reden nochmal mit Melf. Aber das, ganz ehrlich, das ist jetzt... Das jetzt einfach nochmal. Wir nehmen das mit rein. Und dann gehen wir nochmal runter. Und das Klopfen kommt mit rein. Okay. Dr. Tesserak. Nee! Och, hör jetzt auf! Ich habe Informationen gefunden. Everett Campbell spielt mit falschen Karten. Der Büchalter? Ja, er führt etwas im Schilde. Was denn? Ich weiß es nicht. Markus, ich glaube dir kein Wort. Ich glaube dir einfach sowas von überhaupt gar kein Wort. Das hast du mit Absicht in diese Version eingebaut. Das ist 100% nur in dieser Version. Wie kann ich...
einfach nur unfassbar. Dr. Tesseract, Alter. Hören Sie mir bitte zu. Ich habe... Nun ja, ich habe Informationen gefunden. Everett Campbell spielt mit falschen Karten. Der Büchalter? Ja, er führt etwas im Schilde. Was denn? Ich weiß es nicht. Aber dieses Geräusch, es kommt... Markus? Ich bin sicher... Junge, was hier... Was wir? Das ist schon jetzt... Hallo. Ah, wie... Dr. Tesseract, hören Sie mir bitte zu. Ich habe Informationen gefunden. Everett Campbell spielt mit falschen Karten. Der Büchalter? Ja, er führt etwas im Schilde. Was denn? Ich weiß es nicht. Aber dieses Geräusch, es kommt aus dem Arbeitszimmer. Ich bin sicher, Campbell hat etwas damit zu tun. Junge Frau, ich springe Ihnen nun etwas über die Künste des Erlebens. Das ist Teil des Spiels, oder? Was Sie haben, sind... Wegen Zeitschleife, oder? Das ist das, ne? Weil ich bin jetzt... Das ist das, die Zeitschleife in der Zeitschleife, oder? Ist das richtig? Hallo. Ah, wie kann... Dr. Tesseract, hören Sie mir bitte zu. Ich habe Informationen gefunden. Everett Campbell spielt mit falschen Karten. Der Büchalter? Ja, er führt etwas im Schilde. Markus? Was denn? Ich bin... Junge, was... Kannst du jetzt bitte meinen Knopf drücken, mit dem du das ausschaltest, dieses... Hallo. Ah, wie kann... Kannst du es einmal jetzt, dieses Trollding einmal ausschalten, bitte? Jetzt bitte, bevor ich würfel, einmal ausschalten. Dr. Tesseract, Alter. Hören Sie mir bitte zu. Ich habe Informationen gefunden. Everett Campbell spielt mit falschen Karten. Der Büchalter? Ja, er führt etwas im Schilde. Was denn? Ich weiß es nicht. Aber dieses Geräusch, es kommt aus dem Arbeitszimmer. Ich bin sicher, Campbell hat etwas damit zu tun. Junge Frau, ich springe Ihnen nun etwas über die Künste. Was nee, Sie haben. Das ist. Jetzt nehme ich es persönlich. Ich nehme es wirklich jetzt persönlich. Hallo. Ah, wie kann ich. Das letzte Mal, Markus. Dr. Tesseract, hören Sie mir bitte zu. Ich habe Informationen gefunden. Everett Campbell spielt mit falschen Karten. Der Büchalter? Ja, er führt etwas im Schilde. Was denn? Ich weiß es nicht. Aber dieses Geräusch... Ey, sag mal, wo habt ihr die Würfel-KI her? Ich bin sicher, Campbell hat etwas damit zu tun. Habt ihr die lizenziert oder selber programmiert? Was über die Künste des Ermittelns bei. Was wir brauchen... Hallo. Ah, wie kann... Markus? Dr. Tesseract, hören Sie mir bitte zu. Ich habe Informationen gefunden. Everett Campbell spielt mit falschen Karten. Der Büchalter? Ja, er führt etwas im Schilde. Was denn? Ich weiß es nicht. Du, ich wollte das Spiel eigentlich wishlisten, Markus, ne? Es kommt aus dem Arbeitszimmer. Ich bin sicher, Campbell hat etwas damit zu tun. Junge Frau, ich bringe Ihnen nun etwas über die Künste des Ermittelns bei. Was Sie haben, was wir brauchen. Hallo. Ah, wie kann... Dr. Tesseract, hören Sie mir bitte zu. Ich habe Informationen gefunden. Everett Campbell spielt mit falschen Karten. Der Büchalter? Ja, er führt etwas im Schilde. Was denn? Ich
Ich weiß es nicht. Aber dieses Geräusch, es kommt aus dem Arbeitszimmer. Ich bin sicher, Campbell hat etwas damit zu tun. Junge Frau, ich bringe Ihnen nun etwas über die Künste des Ermittelns bei. Was Sie haben, sind Vermutungen, Indizien, was... Okay. Markus. Okay, jetzt gehen wir zu dem Buchhalter. Ich weiß nicht mal, wer der Buchhalter ist, wo der ist. Das ist doch kein Buchhalter hier, das ist ja der Doktor. Wo ist denn der Buchhalter? Hier ist das Zimmer von... Dingsbums, hier ist kein Buchhalter. Den müssen wir erstmal suchen. Hier kommen wir nicht rein. Hier ist ja auch nichts mehr. Hier ist das Zimmer von Lord Henry. Hier, warte mal, hier waren wir noch nicht. Waren wir hier schon? Nee. Ich wünsche nicht gestört zu werden. Entschuldigen Sie, ich... Ich sagte doch, ich wünsche nicht... Was? Wer sind Sie denn? Glessner, Leah Glessner. Privatermittlerin des Über... Ermittlerin? Schon wieder? Ihre Kollegen sind bereits gestern eingetroffen. Es gibt hier nichts zu ermitteln. Ich weiß gar nicht, was das alles soll. Ich habe hier zu tun, gute Frau. Guten Tag noch. Ha, so, jetzt fragen wir ihn aus. Verzeihen Sie, ich habe nicht mitbekommen, was Ihre Position ist. Wo ist er denn überhaupt? Ah, da sitzt er, jetzt sehe ich ihn. Edward Campbell. Ich bin der persönliche Berater, Buchhalter, Verwalter, Justiziar und Archivar der Familie Fortwill. Und ich habe zu tun. Was können Sie mir über Melve sagen? Sie ist die Haushälterin. Hat sie etwas verbrochen? Nein, ich... Was schnüffeln Sie denn hier überall in anderen Leuts Angelegenheiten herum? Lassen Sie die Leute in Frieden und mich am besten gleich mit. Wiedersehen. Oh, der ist aber frech. Oh, ich gehöre nicht zu den Moriton-Ermittlern. Ich bin hier, um sie zu retten. Wie bitte? Retten vor was? Sie sind gestern von sich aus hierher gekommen. Sind Sie noch bei Verstand, junge Frau? Die Insel ist in einer Zeitschleife gefangen. Der Tag wiederholt sich wieder und wieder. Mist. Ich weiß nicht, wo Sie gefangen sind, aber hier auf der Insel ist alles in bester Ordnung. Wie wäre es, wenn Sie wieder nach Hause gehen und sich da irgendwelche Gruselgeschichten ausdenken? Und nehmen Sie Ihre Schnüfflerkollegen gleich mit. Sie sind hier unerwünscht. Mr. Campbell, es gibt da etwas, worüber ich mit Ihnen sprechen möchte. Was denn jetzt noch? So, 40 oder weniger. Ja, mal gucken, was haben wir für... Sie redet ja auch wieder von Zeitschleife. Weiß ich nicht, ob das Tagebuch da in dem Fall irgendwas bringt. Das Klopfen. Buchhalter, was bringt ihm was? Vielleicht hier draußen? Was nehmen wir denn da? Das hatte ich nicht mitbekommen, das war am Anfang im Tutorial, glaube ich. Das ist hier nicht drin gewesen. Ich kann mir wahrscheinlich, weiß nicht, ob das hier irgendwas... Ich nehme jetzt einfach mal meine Hilfe, ich habe keine Ahnung. Ich habe allen Grund, Ihren guten Willen zu hinterfragen. Yes! Ach ja, was kommt jetzt? Ich weiß, dass Sie etwas im Schilde führen. Und was? Sie kommen nicht so einfach davon. Yes. Woran arbeiten Sie da? Erzählen Sie doch mal. Sie als persönlicher und alleiniger Verwalter der Fortwills haben Einsicht in alle Akten, habe ich recht? Kommen Sie, Campbell, reden Sie. Sie beginnen mich zu nerven. Gehen Sie. Spielen Sie mit Ihren Kollegen. So einfach werden Sie mich nicht los. Na gut, Sie mich aber. Ich ziehe mich zurück ins Arbeitszimmer. Einen guten Tag noch. Jetzt können wir hier schnüffeln. Jetzt schnüffeln wir hier. Ah, habe ich geguckt. Ah, was war das für eine Kombination? Haben wir aufgepasst? Na klar, sie hat ein fotografisches Gedächtnis. Sie kennt auf jeden Fall die Safe-Kombination. Fotografisches Gedächtnis. Verschlossen. Okay, dann schauen wir mal. Es gibt eine Karte und die ist hier drin, weil wir es gerade gesehen haben. So, jetzt rocke ich das. Wir müssen nach oben. Und zwar in den, ach, der Raum hier. Genau, klick, 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 let's go. Erleichtert um alles. Ich habe mir die Kombination eingeprägt, als Campbell den Safe geöffnet hat. Mal sehen. Ja, na, wer sagt's denn? Testament der Erika Fortwill.
Hier steht, meine Güte, meine sämtlichen weltlichen Besitztümer hinterlasse ich meinem langen Freund und treuen Diener Everett Campbell. Ich glaub's nicht. Campbell hat Mrs. Fortwills Testament gefälscht. Damit kommt er nicht davon. Okay, nice. Ha, jetzt hier, Leute, jetzt. Ha, la, 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 la. Warum sieht das hier so unordentlich aus? Meine Güte, was für eine Unordnung. Jetzt wird das durchgenielst, ja. Okay, da haben wir noch einen weiteren... Warte, war da noch was anderes gerade? Mess? Hä? Ploppte da nicht gerade noch was anderes auf? Nee, das war eine optische Täuschung. Ich dachte, da war noch was anderes. Ja, hier haben wir wahrscheinlich jetzt alles, was es hier zu sehen gibt, ausgezogen. Super gut. Dann haben wir jetzt ja noch einen weiteren Beweis für... Oh! Grafmon, vielleicht wäre es das Beste, zurück zum Anwesen zu gehen. Wir berichten den anderen von unseren Entdeckungen und lösen das Rätsel gemeinsam. Wie in alten Zeiten. Mein lieber Winston, wissen Sie, warum wir auf diese Insel gerufen worden sind? Nein, aber ich mag es nicht. Weil wir die Raffinesse, den Einfallsreichtum, das Geschick und die Hartnäckigkeit haben. Weil wir das Unmögliche gesehen und das Unvorstellbare erlebt haben. Ein dunkles Geheimnis? Nicht für uns. Eine verborgene Gefahr? Da kann ich nur lachen. Eine verschlossene Tür mit unaufschlüsselbaren Symbolen in einer alten Höhle auf einer zugefrorenen Insel? Höchstens ein Ausflug. Ich werde diesen Durchgang im Nu geöffnet haben. Lassen Sie mich nur. Ich hoffe, dahinter befindet sich eine Falle. Fokus, Winston, Fokus! Sehr gut. Ah, ich liebe es. Ich bin schon in Liebe. Mir gefällt das jetzt schon sehr, sehr gut. So, wir reden jetzt nochmal mit dem Arzt. Und werden jetzt versuchen... Mit dem Arzt... Hallo. Wie kann ich... Und jetzt werde ich mal versuchen, das... das Testament mit reinzunehmen. Und das Tagebuch. Und das Klopfen. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Everett Campbell hat Erika Fortwills Testament yes. zu seinen Gunsten geändert. Er hat sich systematisch in die Familienangelegenheiten gemischt, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Wer weiß, was er noch alles im Schilde führt. Ihr Kollege Lord Henry kann alles bestätigen. Ich habe Aufzeichnungen zu Campbell von ihm gefunden. Und dieses Geräusch, es kommt aus dem Arbeitszimmer. Campbell ist dort. Er verbirgt etwas. Mon Dieu, das ist sehr gute Detektivarbeit. Hätte ich Ihnen so gar nicht zugetraut. Danke. Also, kommen Sie. Wir gehen dem gemeinsam auf die Spur. Campbell! Sie Schurke! Treten Sie zur Seite! Aber meine Herren, ich... Aus dem Weg! Sehr wohl, mein Herr. Sie hatten recht, Mademoiselle. Das Klopfen kommt von hier unten. Ist es hinter diese Gemälde? Du könntest recht haben, alter Freund. Lass mich einen Blick darauf werfen. Ah. Mon Dieu, was ich? Redet der rein gebabbel? Ich kann es nicht entziffern. Vielleicht ist er besessen von einer Wesen der Dunkelheit. Mein Gott, werter Kollege, Sie könnten richtig liegen. Wie damals, als Sie versuchten, die zwei siamesischen Dämonen zu trennen. Vielleicht müssen wir sie austreiben, diese dunkle Macht. In Fällen wie diesen treibt man den Besessenen am besten eine spitze Flock direkt ins Herz. Oder wir entfernen zuerst den Knebel. Das ist großartig. Mir gefällt die Idee mit dem Flock. Aber wie Sie meinen, Mademoiselle? Na, das wurde aber auch Zeit. Ich schlage hier seit Stunden mit meinem Kopf gegen dieses Heizungsrohr und riskiere dabei das Wertvollste, was diese Gruppe besitzt, meinen messerscharfen Verstand. Monsieur Henri, der hat Ihnen das angetan. Es war Campbell. Habe ich recht? Hat er Sie gefesselt? Nun, das ist eine ziemlich fesselnde Geschichte. Oh,
Aber die Zeit drängt. Wir müssen zu Graf Mondo, zu einem menschlichen Stützkorsett. Sie sind in Gefahr. Was ist los, Lord Henry? Es gibt noch viel dunklere Geheimnisse als die dieses scharlatanen Campbell an diesem Ort. Diese Insel ist verflucht. Eine dunkle Kreatur aus der Unterwelt treibt ihr Unwesen. Ein Wesen? Abartiger und gefährlicher als alles, was uns auf unseren Abenteuern je begegnet ist. Deswegen hat man uns gerufen. Los, befreien Sie mich. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh, es ist schon zu Ende. Oh nein. Ich war grad voll drin. Oh, das war's schon. Ey. Ich hab voll Bock drauf jetzt. Das ist cool. Das ist Hammer. Das habt ihr gut gemacht. Markus, habt ihr gut gemacht. Ich finde den Grafikstil super. Die Dialoge sind großartig. Das hat wirklich so diese alte LucasArts-Humor. Also die Szene gerade natürlich mit dem Flock und so weiter, oder aber auch davor die ganze Zeit. Es ist echt lustig geschrieben. Budi und Simon sind lustig geschrieben. Es ist echt gut. Also es ist echt vielversprechend. Das sollte man auf jeden Fall auf die Wishlist setzen. Das ist wirklich, das hat viel Potenzial. Klar, am Ende natürlich was so die Rätsel und so weiter. Das ist, wird natürlich im Laufe des Spiels erst sich offenbaren. Was ihr da geschrieben habt, Hauke und du und wer noch, auch immer. Aber ich mag das. Ich mag dieses Haus da, der Detailreichtum, mit dem das gezeichnet ist. Und es ist auch cool mit den Hinweisen und so. Es ist schon cool. Leute, packt das mal auf die Wishlist. Das hilft dem Entwicklerteam und kostet euch keinen Cent. Geil. Also, danke für die Version auf jeden Fall. Und ich bin angehypt. Ich will jetzt eigentlich weitermachen. Aber ich darf nicht. Das war Morton Manor Stories Nordic Whispers. Wenn ihr Morton Manor noch gar nicht kennt, checkt unsere Pen & Papers auf Rocket Beans TV aus. Und falls ihr das vor dem 30.8. seht, am 30. und am 31.8. 2024 spielen wir das nächste Morton Manor Abenteuer. Da freue ich mich sehr drauf. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Ich verabschiede mich nunmehr von diesem albernen Spiel, welches mich alles andere als adäquat darstellt. Weder mein unglaublicher Reichtum noch mein messerscharfer Verstand sind ebenbürtig abgebildet. Ich werde sie verklagen. Haben Sie gehört? Meine Anwälte haben bereits das entsprechende Schreiben in Auftrag gegeben. Machen Sie sich auf eine Privatinsolvenz gefasst.